Herzlich willkommen zum Gemeindebibeltag 2020. Diesmal in ganz besonderer Form, nicht nur ein Tag, sondern drei Abende. Dein Name werde geheiligt. Und das ist ein besonderes Thema, ein Thema, was nicht so Mainstream ist, was vielleicht in aller Munde ist, aber was wichtig ist, wo Gott, dieser heilige Gott uns begegnen kann. Und ich freue mich auf diesen Abend, auf das, was uns begegnet, auf die Botschaft, die Gott uns zu sagen hat, und freue mich auch sehr auf diesen Abend. Ich freue mich sehr, dass heute Bruder Sims unter uns sein wird, der die Verkündigung hält und der gleich noch einiges zu sich ganz persönlich sagen kann. Und so können wir diesen Abend halten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind, Hans-Michael Sims. So richtig viel weiß ich noch gar nicht von Ihnen, aber Sie sind im Ruhestand und wohnen in Leipzig. Was gibt es da noch mehr zu sagen? Ja, ich habe natürlich eine Reihe von Dienstjahren hinter mir als Pfarrer. Zunächst einmal in der Landeskirche, damals war es die Provinz Sächsische Landeskirche in der Magdeburger Börde, eine Dorfgemeinde. Dort waren wir 23 Jahre und dann war ich im Schneewindhaus, auch Magdeburger Börde, vor den Toren Magdeburgs, und dort waren wir 17 Jahre und jetzt in Ruhestand in Leipzig.
Sie haben das Stichwort Schniewenthau so ganz gelassen ausgesprochen. Aber für viele oder für etliche, die heute hier damit dabei sind oder zuschauen, ist das Schniewenthau ja auch so ein Stichwort, ein Ort des Auftankens. Für andere ist es vielleicht was ganz Unbekanntes. Sagen Sie doch noch was zu Ihrer Arbeit im Schniewenthau. Ja, das Schniewenthaus ist ein Haus der Landeskirche, auch von der Landeskirche damals gegründet, im Jahre 1957, das ist 63 Jahre her, und zwar als ein Haus der Besinnung, als ein Haus der Tagungen und der Rüstzeiten, wo man geistlich auftanken kann. Und seit 63 Jahren geschieht das dort. Es gibt dort auch eine Schwesternschaft, eine evangelische Kommunität mit jetzt ca. 30 Schwestern, die in den ganzen Dienst des Hauses mit eingebunden sind. Und in diesem Haus gibt es mehrere Formate. Es gibt Tagungen für kirchliche Mitarbeiter, es gibt stille Tage, es gibt Jugendrüsten und es gibt Vertiefungstage. Also ganz verschiedene Formate. Genau, vielen Dank. Das Thema Gottes Heiligkeit ist ja nicht so das, was man ständig hört. Ich weiß nicht, als Sie eingeladen wurden, was war da so Ihr erster Gedanke dazu? Die haben sich ganz schön was vorgenommen. Aber ich hatte eigentümlicherweise sofort einen Zugang zu dem Thema. Und was mich selbst eigentlich bewegt hat und dann auch beschäftigt hat, war die Frage, was ist das eigentlich, Heiligkeit Gottes? Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf Ihre Botschaft. Wir laden euch zu Hause und euch hier in der Kirche ganz herzlich ein, dass wir gemeinsam singen, beten, Gott loben. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses ganz große Geschenk, dass wir bei dir zu Hause sein dürfen. Deswegen hast du dir deinen lieben Sohn Jesus Christus vom Herzen gerissen, in die Welt gesandt, damit er uns rettet am Kreuz. Danke, dass wir dir gehören dürfen, dass du uns siehst und dass du uns kennst und dass du weißt, was auch jeden von uns bewegt.
Und wir wollen dich bitten, dass du an diesem Abend zu uns redest, dass du uns begegnest in deinem Wort. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen.
großer heiliger Gott, lieber Vater im Himmel, du bist in Jesus in unsere Welt gekommen. Du hast es dir nicht nehmen lassen, dass du uns Menschen, die wir auf dich gepfiffen haben, ohne dich gelebt haben, dass du uns Menschen suchst. Das war dein Herzenswunsch, dass wir Menschen heimkehren zu dir und dass wir ein Leben führen, das dich ehrt. Wir bringen dir unsere ganze Unvollkommenheit, unsere Schuld, unser Versagen. Und wir danken dir, du heiliger, großer Gott, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass du uns veränderst. Dir sei alle Ehre. Wir wollen beten.
Vater im Himmel, öffne du unsere Ohren und unsere Herzen für dein Wort. Bringe es durch deinen Heiligen Geist ganz tief in unsere Herzen hinein, dass es uns Licht wird, dass es uns Brot wird, davon wir uns nähren, dass uns deine Wahrheit aufgetan wird und wir in deiner Wahrheit wandeln. Amen. Geheiligt werde dein Name, ein gewagtes Thema. Es passt nämlich nicht in unsere Zeit und Welt, auch wenn wir im Vater unser immer wieder darum bitten. Der natürliche Mensch hat gar kein Verlangen nach der Heiligkeit Gottes. Sie ist ihm vielmehr ein Ärgernis. Sie steht im Widerspruch zu unserem Denken, Wollen und Fühlen. Und wo es nur geht, werden wir versuchen, uns ihr zu entziehen. Wo immer in der Heiligen Schrift die Heiligkeit Gottes erfahren wird, gibt es ein heiliges Erschrecken. Wir denken an Jakob in Bethel, als er vom Traum mit der Himmelsleiter aufwachte, fürchtete er sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte? Furcht und Heiligkeit, das gehört offenbar zusammen. Als Gott am brennenden Dornbusch Mose begegnete, sagte er: Zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land. Und Mose verhüllte sein Angesicht und fürchtete sich. Jesaja war über der Gottesschau im Tempel zutiefst erschrocken und sprach: Weh mir, ich vergehe. Und viele von uns kennen wahrscheinlich auch das Wort aus dem Hebräerbrief: Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also, die Heiligkeit Gottes ist von bestürzender Fremdheit. Sie ist mit unserer menschlichen Natur nicht kompatibel. Sie ist der Inbegriff dessen, was wir alles nicht sind. Und sie ist einfach zu viel für uns. In ihrer Fülle an Reinheit, an Wahrheit, an Vollmacht. Dem heiligen Gott kann man nur begegnen, indem man sich völlig zurücknimmt, sich seiner Heiligkeit ausliefert und sich von dieser Heiligkeit ganz durchdringen lässt. Und noch etwas: Wer von der Heiligkeit Gottes redet, der muss von Dingen reden, die heute nicht in sind. Zum Beispiel von der Liebe Gottes, die anders ist, als wir üblicherweise denken. Oder vom Zorn Gottes. Oder dem Gericht Gottes. Oder dem Ernstnehmen seiner Gebote. Das heißt, dass man sie nicht ständig auflöst durch eine scheinbar übergeordnete, höher stehende Moral oder Ethik.
Gottes Heiligkeit steht nie im Widerspruch zu seiner Gnade. Im Gegenteil, sie ist Teil von ihr. Und nur so ist seine Gnade teure Gnade. Die Verantwortlichen des Gemeindebibeltages haben Mut bewiesen, gegen den Trend der Zeit die Heiligkeit Gottes mal auf die Tagesordnung zu setzen. Kommen wir vom Gesamtthema nun zum Teilthema dieses Abends, Gottes heilige Gegenwart. Dazu ein Bibeltext aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 6, Vers 1 bis 13. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Angesicht, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meine Lippen an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merkt's nicht. Verfette das Herz dieses Volks und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Feld ganz wüst daliegt. Doch wie bei einer Terebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Soweit Gottes Wort. Gewöhnlich spricht man hier von der Berufung des Propheten Jesaja. Manches deutet allerdings darauf hin, dass es sich um eine neue Beauftragung handeln könnte. Denn Jesaja steht eigentlich ja schon im Dienste Gottes von Kapitel 1 an. Hier sind wir bei Kapitel 6. Und es heißt, Kapitel 1, Vers 1, dass er im Dienste Gottes stand zur Zeit des Königs Usia.
bei dieser Gottesschau im Tempel ist vom Todesjahr des Königs Usia die Rede. Und später bekommt der Prophet Jesaja noch einmal einen neuen Auftrag, nämlich ab Kapitel 14. Tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich und predigt, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Zurück zu unserem Bibeltext. Die Erfahrung der heiligen Gegenwart Gottes hat die gesamte Verkündigung des Propheten Jesaja zutiefst geprägt. Sie ist für ihn ein Schlüsselerlebnis geworden. Es gibt Berufungen Gottes, die vergisst man nicht. Und wenn man davon redet, kommen einem ganz schnell die Tränen. Da merkt man, da hat Gott ganz tief geredet und gehandelt. Für Jesaja ist Gott wie in keinem anderen Buch der Bibel der Heilige Israels, der Heilige Jakobs oder ganz einfach nur der Heilige. Und die Wucht seiner Gegenwart, seiner Heiligkeit benennt er fast 50 Mal mit dem hebräischen Wort Kabos, Herrlichkeit, übersetzt es Martin Luther, oder Ehre, oder Macht, oder Glanz, auf jeden Fall alles Unheilige vertilgend und voller Gnade. Die Schau des Propheten Jesaja im Tempel, die hat sich für ihn so tief eingeprägt, dass er das Datum nicht vergessen hat. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Es handelt sich hier wahrscheinlich um das Jahr 734 vor Christus. Mit diesem Jahr geht eine der glücklichen Zeiten des Volkes Israel zu Ende. Eine glückliche Zeit eigentlich seit König Salomo. Und zwar sowohl im Nordreich unter König Jerobeam II. Als auch im Südreich unter König Usia, der wie Salomo auch 40 Jahre regierte. Eine Zeit des Wohlstands und Friedens, aber nun beginnt eine neue Zeit, eine Zeit der Bedrängnisse und der Kriege. Trotz erfahrener Güte Gottes hat sich das Volk nicht auf seine Weisungen und Herrschaft eingestellt. Vielmehr haschte man nach Macht, Reichtum, Geltung. Man war eifrig bemüht, seine Zukunft zu sichern, seinen Ruhm zu vermehren. Jeder bastelte an seinem eigenen Glück. In der Politik wurden Allianzen geschmiedet, die den Frieden sichern sollten. Das Wohlergehen schien sozusagen der Beweis zu sein dafür, dass sie bei Gott richtig liegen. Eine Täuschung, eine gewaltige Täuschung, der bis heute viele erliegen, wenn es bei mir läuft, ist Gott auf meiner Seite. Das stimmt oft gar nicht so. Diese trügerische Zuversicht versuchten schon die Propheten Hosea und Amos zu zerschlagen,
aber auf die hörte kaum einer. Mit den Lippen bekannte man sich zu Gott, aber das Herz blieb fern von ihm. Man ging in den Tempel und opferte auf den Altären, aber man trat nicht wirklich in die Gegenwart des lebendigen Gottes und schon gar nicht gab man sich ihm hin. Mit religiösen Mitteln täuschte sich das Volk Gottes über sein widergöttliches, autonomes, selbstbestimmtes Leben hinweg. Und nun Jesajas Wahrnehmung der Heiligkeit Gottes stand im Kontrast, im scharfen Kontrast gegen diese allgemeine Form der Religiosität. Für ihn war die Begegnung im Tempel alles andere als vergnüglich. Und das, obwohl er schon aller Wahrscheinlichkeit nach im Dienst des Herrn stand und nach Jesaja 1, Vers 1 und 2, Vers 1 als sehr tätig war. Auch Diener Gottes sind nicht immer begeistert, wenn sie mit der vollen Realität des lebendigen, heiligen Gottes in Berührung kommen. Die Tempelvision wird beherrscht von einer uneingeschränkten Gegenwart Gottes. Hier ist nicht nur ein bisschen Gott, hier ist alles Gott. Jesaja sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihn. Schon der Gottesname Herr, Adonai und dann später König machen deutlich, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und dann der hohe, erhabene Thron. Er kennzeichnet die absolute Herrschaft Gottes. Auch gegenüber allem, was sich gegen ihn erhebt. Im Eigentlichen wird gar nicht Gott selbst beschrieben, sondern vielmehr die Sphäre, in der er sich befindet, seine Größe, sein Thron, der Saum seines Gewandes, der den Tempel erfüllt. Dazu die Seraphim, die Feurigen, die Engelwesen in seiner unmittelbaren Umgebung. Und das Haus ward voll Rauch. Dadurch wird die Gegenwart Gottes etwas verhüllt. Kein Mensch wird leben, der mich sieht, heißt es 2. Mose 33, Vers 20. Selbst die Seraphim verdecken ihr Angesicht mit zwei Flügeln. Rauch ist einerseits ein prophetisches Bild für Anbetung und Ehre, die Gott dargebracht wird, andererseits aber auch ein prophetisches Bild für Gerichte, die von Gott ausgehen. Also zum Beispiel in Offenbarung 15, da ist vom himmlischen Tempel die Rede, voller Rauch, aber hier eindeutig voll vom Zorn Gottes. Rauch ist immer das Ergebnis von Feuer. Entweder vom Feuer des Lobpreises oder von der Glut des Zornes Gottes. Und in der Offenbarung des Johannes ist beides manchmal ganz dicht beieinander. Und die Schwellen des Tempels bebten. Auslöser, die Herrlichkeit Gottes, sein Schwergewicht,
Wenn man die Grundbedeutung des Wortes nimmt, kabos im Hebräischen. Die Herrlichkeit Gottes ist der sichtbare Ausdruck seiner Heiligkeit. Sichtbar wird es hier insofern, als der Tempel zittert. Das merkt jeder. Ein Zittern auf die Stimme der Seraphim hin und erst recht auf die Stimme des Herrn hin. Da hört jeder plumpe, respektlose, kumpelhafte Umgang mit Gott auf. In der Lutherbibel fettgedruckt ist der Ruf der Seraphim: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Das dreimal heilig hat im Synagogengottesdienst und im Gottesdienst der Gemeinde Jesu von alters her einen festen Platz. Für die Juden ist das dreifache heilig ein Hinweis auf die höchste Verwirklichung der Heiligkeit Gottes. Man möchte sagen, heilig hoch drei. Wir Christen deuten das dreimal heilig trinitarisch. Gott ist heilig. Jesus sagt im hohenpriesterlichen Gebet, heiliger Vater. Gottes Sohn ist heilig. Petrus sagt, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Gottes Geist ist heilig. Er wird ja genannt der Heilige Geist. In der Offenbarung Kapitel 4 wird das dreimal heilig noch einmal aufgegriffen und dann noch hinzugefügt, der da war und der da ist und der da kommt. Und diese dreifache Wiederholung des Heilig zeigt auch, hier dauert etwas an, hier wird etwas fortgeführt. In Offenbarung 4 geben die vier Gestalten mit sechs Flügeln, ähnlich wie bei Jesaja 6, keine Ruhe Tag und Nacht. Nun hat der Lobpreis der Seraphim, das dreimal heilig, noch eine eigentümliche Gestalt, die allerdings ganz häufig in den Psalmen vorkommt. Hier wird nämlich bei diesem Lobpreis Gott gar nicht angeredet, sondern einer rief zum anderen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Das heißt, der Lobpreis erfolgt in der dritten Person. In den Psalmen hört sich das so an: Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist groß und seine Größe ist unausforschlich. Der Herr ist getreu in allen seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Oder wie es in dem bekannten Psalm 23 heißt, der Herr ist mein Hirte. Das ist immer dritte Person. Und Gott wird gelobt. Das ist ein Bekennen. Wie beim Glaubensbekenntnis in unseren Gottesdiensten, wo Gott auch in der dritten Person angeredet wird. Und viele Pfarrer sagen vorher: Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Also Bekennen und Loben gehören zusammen. Und der Lobpreis Gottes in der dritten Person ist eine ganz eigene Form des Betens, bei uns gar nicht so üblich, aber wir sollten uns auch an die Sprache der Psalmen gewöhnen. Es ist nämlich ein Lobpreis
wo vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bekannt wird, wer Gott ist. Und manchmal auch vor dem eigenen verzagten Herzen. Was das bedeutet, wenn es einem gar nicht gut geht und man bekennt und betet und lobt, der Herr ist mein Hirte. Trotzdem, immer noch. Und daran halte ich fest, das ist Lobpreis. Aber was wird nun eigentlich mit dem Wort heilig gesagt? Auf jeden Fall etwas, was zum innersten Wesen Gottes gehört. Was erfüllt ist von seiner Reinheit, von seiner Klarheit, von seiner Wahrheit, von seiner Vollkommenheit. Aber auch von der Kraft seines Handelns. Heilig, das ist insbesondere alles, was geschieden ist von der Macht der Sünde. Alles, was zu Gott gehört, was er in Besitz genommen hat, was er in Dienst genommen hat, worauf er seine Hand gelegt hat. Heilig heißt reserviert für Gott. Egal, ob es sich um Menschen, Tiere, Gegenstände, Räume, Zeiten oder sonst was handelt, alles das ist heilig. Und auf Gott bezogen heißt heilig, er ist voller Heil. Beide Worte hängen ja im Deutschen sehr eng zusammen, heilig und heil. Er ist anders als alles Menschliche. Und zwar nicht nur graduell, sondern wesenhaft anders. Er allein sagt, was er denkt, tut, was er sagt, kann, was er will. Und in allem seinem Handeln ist er gut und gerecht, wahrhaftig, machtvoll, und zwar sowohl in seiner Gnade als auch in seinen Gerichten. Es gehört immer beides zusammen. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Wir sagten bereits, die Ehre Gottes ist sozusagen die Außenseite seiner Heiligkeit. Gott ist ja nicht nur heilig im Himmel und heilig im Tempel, sondern heilig auf der ganzen Erde. Und durch seine Herrlichkeit ist er erkennbar, wird er erfahrbar, genau wie beim Zittern des Tempels. Seine Herrschaft ist darauf angelegt, sich nach überall hin auszubreiten und in jeden Winkel vorzudringen. Und er ist überall gegenwärtig auf Erden, immer anrufbar, immer der Allmächtige, immer präsent in seiner Barmherzigkeit und dort, wo ihm anhaltend widerstanden wird, auch in seinen Gerichten. Was das praktisch heißt, erfährt Jesaja bei seiner Beauftragung. Er kann hier nur sagen, weh mir, ich vergehe. In Gottes Gegenwart wird er plötzlich zu einem Sünder. Keiner muss ihm das erklären, keiner muss ihn davon überzeugen. Er weiß es zutiefst und ist in seiner Existenz aufs Höchste bedroht.
Ähnlich geht es übrigens auch Petrus bei seiner ersten Begegnung mit Jesus. Das war am See Genezareth. Das war nach dem wunderbaren Fischfang. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes ist sichtbar geworden in dem Fischfang. Und wie reagiert Petrus? Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Der Heiligkeit Gottes zu begegnen, ist alles andere als erbaulich. Jesaja bekennt: Ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Damit bekennt er erstens, dass er nicht besser ist als das Volk und zweitens, dass er durch und durch Sünder ist. Es geht hier eigentlich gar nicht nur um die Lippen. Es geht um den ganzen Menschen. Bei Jakobus Kapitel 3, Vers 2, da heißt es: Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wie das Reden mit dem ganzen Leib in Beziehung steht. Er sagt dann weiter: Die Zunge ist ein Feuer, eine Welt von Ungerechtigkeit. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Also unserem Reden kommt eine viel höhere Bedeutung zu, als wir denken und meinen. Unser Reden kann den ganzen Menschen verderben. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt. Niemand kommt Gott nahe, der nicht begreift, wie fern er von ihm ist. Und niemand kann mit Gott Umgang haben, der nicht gereinigt ist von seiner Unheiligkeit. Das findet bei Jesaja in einem schmerzhaften Prozess statt. Er bekommt es mit Feuer zu tun, mit Feuer vom Altar Gottes. Aber er wird nicht vernichtet durch dieses Feuer. Ähnlich wie das bei dem brennenden Dornbusch bei Mose ist, der nicht verbrennt, obwohl er brennt. Die Gegenwart des Heiligen Gottes bedeutet immer Gericht und Gnade. Sie richtet die Sünde, aber sie liebt den Sünder. Und wo das aufs engste beieinander ist, Gericht und Gnade, das ist in der Erlösung Jesu Christi. Sein Kreuz ist Gericht. Gericht über unsere Sünde. Und durch seine Auferstehung empfangen wir ein neues Leben, wird uns die Erlösung des Kreuzes von Golgatha zugeeignet. Das ist in seiner Person unlösbar zusammen und wird immer unlösbar zusammengehören. Johannes Wichelhaus, ein Theologieprofessor des 19. Jahrhunderts in Halle, hat einmal gesagt: Es kann und will dem Menschen nicht einleuchten, dass Gott, gerade weil er gut, darum heilig ist und dass er, gerade weil er liebt, darum zürnt
züchtigt, verwundet und in den Feuerofen wirft. Karl Barth, einer der großen Theologen des vorigen Jahrhunderts, sagt in seiner 14-bändigen Dogmatik: Begegnet uns Gott nicht eifrig, eifersüchtig und zornig, dann begegnet er uns überhaupt nicht. Dann ist der Mensch, alle Beteuerungen über die Liebe Gottes werden daran nichts ändern können, faktisch sich selbst überlassen. Träte Gott nicht in Gegensatz zu unserer Sünde, wie träte er dann in eine wirkliche Gemeinschaft mit uns? Gottes Gnade annehmen heißt, Gottes Heiligkeit respektieren, also seine Gebote annehmen, hören und halten, seine Drohungen fürchten, seinen Zorn erfahren und, wenn es sein muss, seine Strafe erleiden. Ich lese das einfach deshalb mal vor, weil diese Töne heute wenig zu hören sind. Es ist aber der klare und unhörbare Ton der ganzen Heiligen Schrift. Und wer diesen Ton nicht hören will und diese Botschaft nicht ernst nehmen will, bastelt sich vermutlich seinen Gott selber zusammen. Jesaja jedenfalls erfährt die Gnade Gottes gerade im Gericht der feurigen Kohle. Nach der Vergebung seiner Schuld hört Jesaja die Stimme Gottes. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Der Plural unser Bote deutet noch einmal auf die Dreieinigkeit Gottes hin. Also Jesaja hört das Reden Gottes. Das ist immer etwas, was man sofort erfährt, wenn man Sündenvergebung erfahren hat. Dann wird das mit dem Reden Gottes gar nicht so problematisch. Jesaja wird also in die innergöttliche Beratung mit einbezogen. Die Vergebung ermöglicht wie einen direkten Umgang mit Gott. Sie befähigt uns, die Gedanken Gottes mitzudenken und zu verstehen, was im Herzen Gottes vorgeht. Dreh- und Angelpunkt von Führungen Gottes ist die Vergebung der Sünden. Sonst hört man das Reden Gottes nicht. Und Vergebung der Sünden bekommt man nur, indem man sich Gott ganz hingibt. Und wer wissen will, welchen Weg will denn Gott mit mir gehen, der achte einfach auf diese beiden Punkte: Reinigung von Sünden, Hingabe an Gott. Und man wird sehr schnell und bestens verstehen, was Gott meint. Und noch etwas: Sündenvergebung erweckt auch neue Dienstbereitschaft. Hier bin ich, sende mich, sagt der Prophet. Er gibt sich ganz in die Hände Gottes und ist bereit, sich senden zu lassen. Zur Dienstbereitschaft und Verfügungsbereitschaft gehört allerdings immer noch ein drittes, das sieht man bei allen Propheten, das ist die Leidensbereitschaft. Wer so auf die Heiligkeit Gottes reagiert, der steht in der Gemeinschaft mit Gott, den beschenkt Gott mit seiner Gnade, den rüstet er aus mit allem, was er braucht. Den nimmt er in seinen Schutz, der kommt in seine Berufung, also in das hinein, wozu ihm Gott das Leben hier auf Erden geschenkt hat. Ein letztes. Der neue Auftrag, den Jesaja bekommt,
der hat auch etwas mit der Heiligkeit Gottes zu tun. Und der ist ganz anders, als wir ihn uns vorstellen würden. Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merkt's nicht, verstocke das Herz dieses Volks, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich bekehren und genesen. Das muss man erstmal hören. Es geht hier um einen Dienst, dem von vornherein Erfolglosigkeit verheißen wird. So etwas würde sich kein Mensch ausdenken. Aber Gott in seiner Heiligkeit tut das. Und zwar voller Absicht. Die Verstockung von Menschen durch Gott gehört mit zu den schwierigsten Themen der Heiligen Schrift. Sie führt an den Rand dessen, was aussagbar und rational nachvollziehbar ist. Und eine glatte Antwort gibt es hier nicht. Aber es gibt Dinge, die sind klar. Klar ist und eindeutig, Verstockung hat nichts mit Erwählung oder Verwerfung zu tun. Verstockungen müssen nicht bestehen bleiben. Die können aufgehoben werden. Verstockung verhängt Gott nie über ahnungslose und gutwillige Menschen. Verstockte werden für ihr Tun und Lassen zur Rechenschaft gezogen von Gott. Verstockung gibt es nur dort, wo Menschen sich gegenüber Gott bereits verstockt haben. Also die sehr wohl verstanden haben, was Gott will, aber die im vollen Bewusstsein darauf nicht eingehen, wie etwa Pharao in Ägypten oder Ahab, der mit Josaphat gegen Syrien in den Krieg zog und obwohl der Prophet Micha ben Jimla ausdrücklich im Namen Gottes davon abgeraten hat. Auch Israel hat zur Zeit Usias weder auf Hosea, noch auf Amos, noch auf Jesaja gehört. Verstockung Gottes ist immer eine Strafe für selbst festgehaltene Verstockung. Damit wird Verstockung gerichtsreif gemacht. Und die Verkündigung Jesaja hat genau diese Aufgabe. Sein Misserfolg ist nicht Unfall, und schon gar nicht persönliches Unvermögen, sondern dadurch soll immer klarer ans Licht kommen, wie tief das Nein zu Gott im Herzen des Volkes Gottes steckt. Jesus sagt, wer nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was er hat. Herr, wie lange, fragt Jesaja. Bis die Städte wüst werden, lautet die Antwort Gottes. Das heißt, bis das angekündigte Gericht wirklich hereinbricht. Auch darin ist Gott der Heilige und steht zu seinem Wort. Und das ist heute nicht anders als damals. Auf die um sich greifende Gottlosigkeit wird Gott antworten. Aber durch seine Gerichte will er die Menschen wieder an sein Herz ziehen. Genauso hat er es mit Israel gemacht. Als es dann wirklich zur Wegführung nach Babel kam, Jerusalem zerstört wurde, der Tempel zerstört wurde, also das Gericht sich vollzog,
Da streckte das Volk wieder seine Hände aus zu Gott und sprach: Wir sind seinem Worte ungehorsam gewesen. Und dann heißt es weiter: Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Ihr Lieben, es gibt eine Gnade des Gerichtes. Gott gibt Jesaja 1 mit auf den Weg. Es wird bei Israel ein Stumpf bleiben, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Das ist nun eine wunderbare Verheißung. Wir stoßen hier übrigens wieder auf das Wort heilig, heiliger Same. Heilig, also das, was Gott gemäß ist, was Gott gehört, was dem Gesetzen des Reiches Gottes folgt, das entsteht sozusagen mitten unter Gerichten. Das wird aus Gerichten herausgeboren. Es gibt ein Neuwerden, in dem Altes abgetan wird. Das ist geradezu ein biblischer Weg. Und die Reformation Martin Luthers ist dafür ein kirchengeschichtliches Beispiel. Klammern wir bloß nicht die Gerichte Gottes aus. Sie dienen der Erneuerung der Kirche, der Erneuerung unseres Volkes und der Erneuerung wo auch immer auf der Erde. Die Gnade Gottes hat auch die Gestalt des Gerichtes. Das ist Ausdruck auch seiner Heiligkeit. Aber wo fängt das Gericht an? Am Haus Gottes. Also im Innersten der Gemeinde Jesu. Aber wenn es dort anfängt und Erneuerung bringt, dann kann sich das fortsetzen in unser Land hinein und in die Völkerwelt bis zum Kommen unseres Herrn Jesus. Amen. Ihr lieben Geschwister in der Kirche und ihr lieben Geschwister an den Bildschirmen, wir haben Gottes Wort gehört. Und wir haben einen wunderbaren Herrn und Heiland, zu dem wir sprechen können und beten. Das wollen wir miteinander tun. Lieber himmlischer Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Gott deines Volkes Israels, den wir unseren Gott nennen dürfen. Wir ehren dich an diesem Abend. Und wir bekennen, es gibt keinen Gott wie dich. Niemand kommt dir gleich. Niemand ist so voller Wahrheit und Klarheit und Majestät und Schönheit und Liebe und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit wie du allein. Alle Ehre sei deinem wunderbaren Namen. Wir wollen dir Danke sagen, dass du in deiner Freundlichkeit dich uns offenbart hast durch dein Wort. Danke, dass du uns nicht allein lässt in dieser Zeit, ohne Orientierung und ohne Richtung. Danke, dass dein Wort ewig Bestand hat und wahr ist und sich erfüllt und dass es ein fester Ankergrund ist. Wir preisen dich darüber. Wir danken dir für dieses große Vorrecht, dass wir jetzt dein Wort hören durften und dass wir es aufnehmen konnten in unseren Herzen. Alle Ehre sei dir darüber. Und Herr, so wollen wir dich bitten, zuerst für uns selbst, dass dein Wort
in unserem Herzen die Frucht bringt, die du bringen möchtest und die du sehen möchtest aus unserem Leben. Herr, wir kommen vor dich. Und wie Jesaja müssen wir bekennen, wir sind ein Volk, wir sind Menschen, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Und wir wollen dich bitten, Herr, offenbare an jedem neuen Tag, was Schuld und Sünde ist in unserem Leben. Dass es vor dich kommt in dein Licht und dass es bereinigt wird, dass die Finsternis ihre Macht und Kraft verliert und dein Heil und deine Ehre hervorleuchtet aus jedem Moment unseres Lebens. Herr, schenk du uns diese Gnade. Und das beten wir für unsere Kirchen und Gemeinden. Herr, wir kommen vor dich und wir kommen vor dich als Menschen, die leuchten sollen für dich, die du ausgewählt hast, ein Beispiel für deine Liebe und Güte zu sein in dieser Zeit. Und wir müssen es vor dir bekennen, wir versagen. Herr, so beten wir, reinige du uns. Stell deine Gemeinde her, so wie du sie haben möchtest. Bring uns in Liebe und in Einheit zueinander. Lass dein Wort reichlich unter uns wohnen. Hilf, dass wir ein Zeugnis für deine Wahrheit sind, für deine Gebote, für deine Schöpfungsordnung, für das und was du selbst bist und wer du selbst bist. Und wir beten für unser Land Deutschland. Vater, wir lieben unser Vaterland und wir sehen, in wie großen Schwierigkeiten wir sind durch unser eigenes Verschulden und durch unsere Abkehr von dir. Vater, wir sind weggelaufen vor dir und haben uns selbst auf den Thron gesetzt, der dir allein gehört. Und nun sehen wir, wie wir die Schwierigkeiten ernten und wir danken dir, dass du rufst so laut in dieser Zeit durch dein Gerichtshandeln, dass du uns aufmerksam machst, dass du allein Gott bist und dass alles Heil bei dir zu finden ist. Wir ehren dich darüber. Und so beten wir, erwecke du unser Volk. Schenk uns die Gnade, dass wir zurückfinden zu dir. Komm mit deinem Heiligen Geist und schenke uns Bußfertigkeit in unsere Herzen. Dass wir nicht in unserem Stolz sitzen bleiben, sondern dass wir herunterkommen von unserem hohen Ross, uns demütigen vor dir, dass du uns aufheben und an dein Herz ziehen kannst, wo unser Zuhause ist. Und wir wollen von diesem Abend dein geliebtes Volk Israel segnen. Herr, dass durch so schwere Zeiten geht, wir danken dir für dieses Wunder, dass wir dieses Volk in seinem Land Israel mit seiner Hauptstadt Jerusalem sehen dürfen und erkennen dürfen, wie du jedes Wort, das du versprochen hast, erfüllst. So beten wir für unsere Geschwister, wir beten um Erweckung, stärke du sie, hilf du ihnen in allen Versorgungs- und Sicherheitsfragen, lass deinen Segen über dieses Land und seine Menschen gehen. Wir preisen dich. Danke, Jesus, du sagst uns, wir dürfen unseren Gott und Vater mit lieber Vater anreden. Und das wollen wir miteinander tun und beten, so wie du es uns gesagt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gemeindebibeltag 2020, nicht nur ein Tag, drei Abende und morgen seien Sie herzlich eingeladen zum dritten Abend. Morgen wird bei uns zu Gast sein Ulrich Parzani. Auch da geht es um die Heiligkeit seines Wortes. Sagen Sie das weiter, laden Sie ein und seien Sie morgen wieder dabei, wenn es darum geht, Gott die Ehre zu geben. Und jetzt dürfen wir uns unter den Segen dieses wunderbaren Gottes stellen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geht hin als die Gesegneten des Herrn. Amen. Und nun wollen wir miteinander noch singen und Gott loben. Wir haben Gottes heiliges Wort gehört und wir dürfen es mit in den Alltag nehmen. Das ist ganz wichtig, dass wir darauf vertrauen, wenn wir am Montag in den Alltag hineingehen. Steig in das Boot ist unser letztes Lied für heute.